Ahoi von Aida Stella, dem siebten und letzten Schiff der sogenannten Sphinx-Klasse. Ich nehme euch mit an Bord und dann gucken wir uns mal an, was es dort alles gibt. So sah es eben im Dunkeln aus. Das ist das Pooldeck im Hellen. Ja, was anders ist, diese beiden Figuren hier, man hat das Gefühl, die werden von Jahr zu Jahr dicker. Wahrscheinlich haben sie zu viel im Buffet-Restaurant gegessen. Das ist dahinter der Pool und da gleich noch eine Area sozusagen zum Planschen. Es war übrigens eisig kalt, als ich da drauf war, deswegen wackelt es ein bisschen dahinter die Poolbar. Und das ist das überdachte Pooldeck. Die sogenannte Wellness-Oase kostet aber 25 Euro Eintritt. Also das ist eine richtige Investition, ja, für einen Tag wohlgemerkt. Aber dafür ist dann auch genug Platz zum Entspannen. Kostenlos hingegen sind vier Saunen und die sind wirklich richtig, richtig schön. Es fehlt dort ein bisschen an Plätzen zum Ausruhen. Da sind nämlich nur wenige da. Man soll halt diese 25 Euro zahlen für nebenan. Aber gut, das sind die Behandlungskabinen für die Spa-Anwendung. Die haben natürlich auch ihren Preis, aber das ist ja an Land nicht anders. Gesichtsbehandlung, was auch immer man machen möchte. Gucken wir lieber mal aufs Essen. Das ist das berühmte Marktrestaurant. Gibt es ja auf jeder AIDA, auf allen 10 bislang. Und das ist alles gestaltet im Stil eines Marktplatzes. Ich finde es gemütlich. Gerüchten zufolge soll man manchmal auch Sitzplätze hier finden. Ja, auch wenn man mehr als zu zweit ist, soll manchmal vorkommen. So, da ist das Essen so ein bisschen zu sehen. Teilweise sind das nur Attrappen, aber das ist dann doch echt und durchaus auch lecker. Und man hat von hinten raus, mein Tipp, einen wunderbaren Blick nach draußen. Auch wenn man dort selbst nicht draußen sitzen kann. Das East Restaurant, da geht es asiatisch zu. Man erkennt es schon hier an den entsprechenden Lampen. Und das Essen durchaus auch lecker und Gerüchten zufolge gibt es dort nicht nur Frittiertes. Nein, nein, nein. Und auch hier kann man noch hinten raus sitzen. Und das Schöne ist, hier gibt es doch tatsächlich Außenplätze, zumindest wenn es warm genug ist. California Grill, da gibt es Essen bis um Mitternacht, von mittags bis Mitternacht ungefähr. Dort gibt es Bagels beispielsweise oder Wraps, Salat, aber ganz wichtig auch sehr leckere Burger. Das Fleisch war wirklich, wirklich lecker. Und was es dort auch gibt, man soll sich ja ausgewogen ernähren, auch Pizza, jawohl. Das Rossini ist ein Aufpreisrestaurant, ja, so ab 30 Euro pro Person plus Getränke seid ihr da dabei. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Das Brauhaus, ja, deutsche Küche, Schnitzel zum Beispiel oder Gulasch gibt es dort. Getränke müssen dort bezahlt werden, dafür gibt es dann aber die Live-Musik kostenlos. Das ist doch was, oder? Belladonna-Restaurant, großes Buffet-Restaurant. Mediterrane Küche, Schwerpunkt auf italienischem Essen, was wir Deutschen halt besonders gern mögen. Und ja, auch hier ist es immer ein bisschen schwierig, Plätze zu finden. Ne? Also da muss man tatsächlich gucken. Es gilt, wie immer bei AIDA, das Buffet-Essen ist wirklich nett angerichtet und ja, für Buffet wirklich sehr, sehr ordentlich. Und auch hier wieder schön dekoriert alles. Also da bekomme ich jetzt noch Hunger, wenn ich das hier alles sehe. Lecker, lecker, lecker. Da kann sich irgendwie jeder Party-Service irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Andere Schiffe im Übrigen auch, andere Reedereien. So, wir gucken nochmal auf die Plätze. Auch da kann man draußen sitzen, wenn es warm genug ist. Und das ist da so im Mittelmeer richtig schön. Das Herzstück ist wieder das Theatrium statt Theater. So ein Marktplatz, im Prinzip ganz schön. Es ist leider so, es ist ein bisschen unbequem, wenn man da so sitzt ohne Lehne. Ja, aber das hält die Menschen trotzdem nicht so ab. Wir gucken mal rein hier in die Show Utopia, ganz kurz dort zu sitzen. Und da geht es richtig ab. Also das ist schon eigentlich ein ganz netter Ort. Man kann dann, nachdem man die Show geguckt hat, zum Beispiel einen Ausflug buchen. Es ist also so ein bisschen darum platziert, womit die Reederei Geld verdient. Ja, ich meine, ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, kann man auch verstehen. Man hat einen schönen Blick nach draußen, es ist hell. Man kann hier, wenn man keinen Filterkaffee aus dem Buffet-Restaurant mag, dann hier tatsächlich auch einen Cappuccino trinken, gegen Aufpreis natürlich. Casino gibt es auch mit Spieltischen oder aber Slot-Machines, wer daran Spaß hat. Und das hier ist die Bar mit dem längsten Tresen überhaupt. Ihr seht schon, das ist die AIDA Bar, die berühmte. Und der Tresen ist so lang, weil er nämlich sternförmig angeordnet ist. Also da ist abends richtig was los und da kommt man auch durchaus gut ins Gespräch. Mensch, schön gestaltet, kann man nicht anders sagen. So, weiter geht's. Loungebereich mit Bibliothek und hier hinten sieht es auch ein bisschen anders aus als auf den anderen Schiffen der Sphinx-Klasse. Diese Lampen hier beispielsweise. Also da kann man dann ganz gut entspannen und hat dann auch einen wunderbaren Blick nochmal nach draußen raus. So, weiter geht's. Wir kommen in den Fotobereich. Ja, Fotos sind immer teuer auf Kreuzfahrtschiffen. Allerdings sind die auf AIDA günstiger als bei vielen internationalen Reedereien. Jetzt gibt es auch ein Fotokiosk. Da kann man also die Fotos sich auch auf dem Bildschirm angucken und muss sie nicht mehr mühsam suchen.
ja, da kann man auch entspannen, Fernseh gucken beispielsweise, wenn man das möchte. Und dieser Bereich ist neu gestaltet vor dem 4D-Kino. Da sind weitere solche Inseln und da ist dieser Fernseher neu und so ein Sofa. Also auch ganz entspannt. Weiter geht's in den Sportbereich. Das habe ich früher auch gemacht. Hier Crosstrainer, heute jogge ich lieber, weil mir das viel zu eintönig ist. Gleiches gilt eigentlich fürs Laufband. Aber gut, ich meine, am besten ist es nicht so viel zu essen. Da muss man nicht so viel Sport machen. Aber das ist ein anderes Thema. Krafttraining schadet natürlich nie. Man kann aber auch Kurse besuchen, zum Beispiel Spinning. Teilweise kosten die Kurse Aufpreis. Man muss sich teilweise anmelden. Also da solltet ihr schauen. Hier kann ich Billard spielen, auch bei Seegang tatsächlich. Und einkaufen kann ich. Kunstgalerie. Bilder von Rizzi immer noch oder aber Lindenberg, sehr beliebt, aber auch teuer, 3.500 Euro oder so. Weiter einkaufen kann ich natürlich hier in den AIDA-Shops. Also wer irgendwie ohne Koffer anreist, ja, das ist theoretisch möglich, aber dann muss er sich hier einkleiden. Das könnte auch ein teurer Spaß werden. Studio AIDA, dort kommt die tägliche Sendung her, die gezeigt wird im Bordfernsehen und dort wird das Wochenvideo geschnitten. Überall auf Bildschirmen kann man sich das auch angucken, die dort auch angebracht sind rund um das Theatrium. Und das geht hier nochmal weiter nach oben. Hype, der Jugendbereich mit Automaten. Aber ganz ehrlich, fühlen sich da Jugendliche wohl? Ich glaube, ich bin zu alt mittlerweile, um das noch einzuschätzen. Anytime Bar, die Disco, da geht es richtig ab. Aber so voll wie auf dieser Reise hier mit Journalisten und Reisebüroleuten ist es da in der Regel nicht, ja, also versprecht euch nicht zu viel, da war schon richtig was los, unfassbar. So, und was ist neben der Anytime Bar noch? Die Ocean Bar und das ist jetzt tagsüber entstanden, also das ist auch ein ganz schöner Ort, denn da hat man einen fantastischen Blick aufs Meer und kann auch da richtig gut entspannen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, es gibt noch so viel mehr zu AIDA Stella, deswegen habe ich noch ganz viele Einzelvideos gemacht, also klickt die an und gebt diesem hier natürlich einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.